jetzt haben wir ein musikalisches Duo parat, das ziemlich eine explosive Mischung ist und ungefähr so das Beste, was im Moment auf dem schweizerischen Musikmarkt vorhanden ist und das erste Mal überhaupt miteinander öffentlich im Fernsehen auftritt. Und zwar in einem Duett. Wer ist das? Es ist auf der einen Seite das deklarierte Sexsymbol von der ganzen Rockszene in der Schweiz und auf der anderen Seite der Schmuseprinz und Diva vom helvetischen Rockhimmel. Hier sind sie, der Kuno Launer und der Michael von der Heide. Hallo. Ciao, Kuno. Jetzt seid ihr ja plötzlich zusammen ein Duett und das erst noch in einem relativ explosiven Gemisch, nämlich an einem Song, der es um Mord und Totschlag geht. Michi, jetzt muss ich dich mal zuerst fragen, es ist auf deiner neuen CD. Hast du die mörderische Idee gehabt? Ist das auf deinem Mist gewachsen? Die Idee vom Duett eigentlich nicht, aber von diesem Duett ist es auf meinem Mist gewachsen. Bist du so ein bisschen eine Gruppe von Zürich West gewesen, immer? Ja, immer noch. Immer mehr. Kuno, wie war das, als plötzlich das klar wurde? Ihr macht ein Lied miteinander, zwei Herren. Nicht ganz unbekannter Natur. Das Lied ist berühmt worden mit Kylie Minogue und Nick Cave. Und jetzt plötzlich hat es zwei Herren, die das singen. Und es geht um einen, der seine Liebste umbringt. Hat es da gewisse Berührungsängste gegeben? Nein, überhaupt nicht. Wir sind zusammen in Bern in dem Café Kairo gesessen und haben gedacht, das könnten wir machen zusammen. Und er hatte dann die Idee gehabt. Ich fand, das ist genial, weil es halt so ein Rollenspiel ist und halt schon das Duett mit ihnen zwei im Original ist ja irgendwie nicht gerade offensichtlich. Und darum haben wir das gefallen. Gefunden. Ist die Zeit reif, dass man ohne jetzt böse Spekulationen solche Sachen machen kann? Hat man das vor 5 Jahren auch machen können? Vor 5 Jahren habe ich, ja, ich weiß nicht. Ich hätte das können machen. Man hätte es sicher können machen, vielleicht hätte man es nicht so machen, aber ich finde, das ist eine gute Sache. Was ist der Reiz, wenn zwei berühmte Leute plötzlich miteinander vor einem Mikrofon stehen und doch, ja, glaube ich, jeder ein bisschen auch noch hinter links ein Konkurrenzgefühl hat. Jetzt ist plötzlich der da, der macht etwas und ist sehr erfolgreich und dieser da schon seit 15 Jahren sehr erfolgreich. Gibt es da so ein Prickeln Spezielles? Nein, mehr durch Zusammenarbeit. Also die Gefühle hatte ich Michi gegenüber überhaupt nie gehabt. Und mir jetzt einfach, neben meinem Studio vor dem Mikrofon gestanden und gesungen haben, das hat mich extrem berührt und schön gedacht. Aber nicht irgendwie, dass er jetzt in seinem Segment berühmt ist und ihm mein Zeug macht. Es hat irgendwie gepasst. Ist der Traum in Erfüllung gegangen für dich? Für mich, ja. Ja, sehr. Ja, das ist für mich wunderbar. Und von dem her, Konkurrenz denken, ist weiter weg natürlich. Sondern es ist einfach wunderschön, dass das passiert ist. Jetzt wollen wir nicht mehr länger schnurren, jetzt wollen wir doch hören. Okay. Es ist nämlich wirklich wunderschön. Die beiden Herren bringen sich in Position. Wir freuen uns drauf. Und zwar auf ein Lied, wo die Wild Roses an einem Ort growen, wachsen, wo wir jetzt gerade erfahren, wie das wird sein. Kylie Minogue und der Nick Cave haben es ursprünglich mal gemacht. Und jetzt unsere beiden Superstars, Michael von der Heide und Kuno Launer. Ganz vorsichtig und fein hat er Tränen abgeputzt, wo mir übers Gesicht gelaufen sind.
Als ich es angeschenkt habe, habe ich es angeschaut und gedacht, es gibt keine Blumen auf der Welt, die so verflucht schön ist wie sie. Am zweiten Tag hat er eine Rose gebracht. Er hat mich gefragt, ob ich für immer will, seine sein. Und ich habe gelächelt und genickt. Er hat das Röserchen geknickt und gesagt, unten am Fluss hat es noch schönere als dir. Am dritten Tag sind wir zum Fluss. Wir sind zusammen im Gras gelegen. Überall Rosen ringsum. Plötzlich ist er über mir gestanden mit einem Stein in der Hand. Er hat noch etwas zu mir gesagt, aber verstanden habe ich es nicht. Am letzten Tag habe ich sie zum Fluss abgenommen. Sie ist im Gras gelegen und sie hat gelächelt wie gäng. Bis ihr Tschüss hat gesagt, die Schönheit verblüht und vergeht. Ich bin auf die Knie und habe eine Rosenpflanze zwischen ihr in die Säng. Meine Damen und Herren, Premiere in Casa Nostra mit dem Kuno Launer und dem Michael von der Heide.